Zu den umfangreichsten Aufgaben der Straßenunterhaltung zählt im Sommer das Mähen der Bankette und Böschungen. Die Leiteinrichtungen müssen, um ihren Zweck zu erfüllen, sichtbar sein. Eine Straßenmeisterei muss im Jahr durchschnittlich 80 bis 120 Hektar Grünflächen zweimal mähen. Diese Methode des Mähens hat Nachteile. Beim Mähen von Randstreifen mit Leitpfosten muss das Mähwerk ständig ausgehoben werden. Das bedeutet Zeitverlust und verlangt außerdem manuelle Nacharbeit. Unter Leitplanken ist dieses Gerät gar nicht einsetzbar. Hingegen ist mit dem Schmidt-Randstreifenmäher ein reibungsloser und stetiger Arbeitsablauf möglich. Leitpfosten und Leitplanken stellen keinerlei Hindernisse dar. Der rechtsseitige Geräteanbau lässt das Fahren im Verkehrsfluss zu. Über die vordere Zapfwelle des Unimog erfolgt der Antrieb. Das Gras wird von schnell rotierenden Messern geschnitten. Die hydraulische Höheneinstellung gestattet die Anpassung des Mähwerks an die Bankhöhe. Vor dem rotierenden Mähwerk ist ein Taster angebracht, der eine Rückschwenkautomatik steuert. Der Taster spricht schon auf einen Gegendruck von 300 Gramm an. Der Mäharm dreht weich zur Seite, der Taster gleitet am Hindernis vorbei und gibt sogleich wieder die Schwenkautomatik des Mähwerks frei. Die geringe Höhe der weit ausgeschwenkten Scheibe gestattet einwandfreies Mähen unter Leitplanken. Beim Mähen unter Leitplanken liegt die Mähleistung bei 3 und beim Mähen von Randstreifen mit Leitpfosten bei 6 Kilometern pro Stunde. Das Mähwerk wird über die Unimog-Hydraulikanlage vom Fahrer betätigt. Mit einem Gebläse, das an der hinteren Zapfwelle angebaut ist, werden Grasreste, die auf die Fahrbahn gelangen, weggeblasen. In Verbindung mit dem Randstreifenmäher können auch Böschungsmähwerke auf den Unimog aufgebaut werden. Man kann mit ihnen abfallende oder ansteigende Böschungen mähen. Die Böschungsmähwerke arbeiten wahlweise nach rechts oder links. Das Klaus-Mähwerk mäht mit einem hydraulisch angetriebenen Doppelmesserbalken. Der Ausleger wird pneumatisch gesteuert. Ein anderes Gerät ist der Hohes-Böschungstrimmer, bei dem als Mähwerkzeug ein Schlegelmäher verwendet wird. Der über die Unimog-Hydraulikanlage gesteuerte Ausleger hat eine maximale Reichweite von 4,50 Meter. Das Mähwerkzeug kann bei den Böschungsmähwerken zur Anpassung an den Böschungswinkel um 180 Grad geschwenkt werden. Leitpfosten, Leitplanken und Reflektoren müssen von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Man kann sie so reinigen. Oder so, mit einer Schmidt-Rotationsbürste für Leitpfosten.
Die Rotationsbürsten sind mit zwei Steckbolzen an der Geräteanbauplatte des Unimog befestigt und werden über die vordere Zapfwelle angetrieben. Die beiden Bürsten überlappen sich gegenseitig und reinigen deshalb den Pfosten auch an der Stirnseite. Die Wasserversorgung der Waschdüsen erfolgt aus einem 1000-Liter-Fass, das auf der Pritsche aufgesetzt ist. Eine auf der hinteren Zapfwelle aufgesteckte Pumpe erzeugt den notwendigen Wasserdruck und ermöglicht gleichzeitig das Nachfüllen des Wasserfasses aus jedem Bach. Der Leitpfosten wird vom Fahrer über einen Peilstab anvisiert. Die pneumatische Bedienung des Peilstabes öffnet gleichzeitig das Wasserventil der Sprühanlage. Mit der Rotationsbürste für Leitpfosten ist es möglich, mühelos 60 bis 80 Pfosten in der Stunde zu reinigen. Das gleiche Gerät kann selbstverständlich auch Leitpfosten auf Leitplanken reinigen. Auch die Reinigung von Leitplanken kann mit der Schmidt-Rotationsbürste für Leitplanken maschinell durchgeführt werden. Der Bürstenbesatz besteht aus relativ langen Perlonborsten, die sich durch die Fliehkraft straff nach außen stellen und sich so jedem Plankenprofil anpassen. Der Wasserstrahl hinter der Bürste spült den gelösten Schmutz von der Leitplanke. Die Wasserpumpe auf der hinteren Zapfwelle versorgt auch hier die Sprühdüsen mit Wasser. Bei der Arbeit wird das Gerät durch eine einstellbare Laufrolle in konstanter Höhe über der Straße geführt. Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt je nach Verschmutzung 1 bis 3 Kilometer in der Stunde. Das Gerät kann in Fahrtrichtung links oder rechts arbeiten. Beide Rotationsbürstengeräte werden von nur einem Mann, dem Fahrer, bedient. Auch auf Straßen ohne Gefälle muss Regenwasser schnell und vollständig nach der Seite und in Entwässerungsgräben abgeleitet werden. Durch Straßenschmutz wie Streusplitt, herabfallendes Ladegut bei Sand- und Kiestransporten und verrottetes Gras und Laub erhöhen sich die Straßenbankette jedes Jahr um einige Zentimeter. Die Folge ist, Wasser bleibt am Straßenrand stehen, dringt unter den Straßenbelag und zerstört den Unterbau. Deshalb sind die hochgewachsenen Bankette durchschnittlich alle 5 Jahre abzuheben. Ein Unimog-Heckanbaugerät wurde zum Abtragen der Bankette entwickelt. Die Schmidt-Bankettfräse schält das Straßenbankett sauber im gewünschten Profilwinkel ab. Sie ist einfach zu bedienen und schält in der Stunde ca. 600 Meter Bankett, wobei mit der nachfolgenden Verlademaschine ungefähr 20 LKW beladen werden müssen. Die Räumschnecke der Bankettfräse legt das Material in einem Schwad zur Straße hin ab. Um Hindernissen wie Leitpfosten und Bäumen auszuweichen, kann das Arbeitswerkzeug hydraulisch ein- und ausgefahren werden, damit das Fahrzeug in seiner Spur bleiben kann. Außerdem ist der Führungsschlitten der Frässchnecke auf das gewünschte Querneigungsprofil hydraulisch einstellbar. Der Bedienungsmann am Steuerpult hat eine gute Übersicht auf das arbeitende Gerät. Das abgelegte Material wird von einer nachfolgenden Verlademaschine aufgenommen. Die sehr hohe Arbeitsleistung von 1 Tonne Abraum in der Minute kann mit herkömmlichen Ladegeräten nicht mehr bewältigt werden. Es wurde deshalb eine Verlademaschine entwickelt,
die das Material kontinuierlich aufnimmt und auf den LKW verlädt. Die Wurfweite des Förderbandes ist so ausgelegt, dass das Material die LKW-Pritsche bis zum Fahrerhaus füllt. Das wenige liegen gebliebene Material wird mit der Schmidt-Vorbaukehrmaschine am Unimog zur Seite gefegt. Dieses typische Beispiel zeigt die rationelle und wirtschaftliche Anwendung eines vollmechanisierten Arbeitsablaufes mit Unimog-Geräten. Ein Unimog hat mehr Möglichkeiten. Thank you.